Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo, wir schauen jetzt einfach mal hier rein, was hier aktuell am Start ist. Wir haben hier die Mythic Louise in Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da die Mythic Louise eine ganz normale Farmable ist, ist das relativ uninteressant für mich. So, dann geht's weiter. Dann sind wir jetzt hier bei den Karten angelangt. Hier haben wir nach wie vor die Marthy Debater Box mit Bible Study, Henry Hober, Haber Debater, Neil Goldman, Student Lucky, Luan Platter und Eugene Belcher. So, ja, Bible Study ist okay. Luan Platter finde ich jetzt nicht ganz so toll. Eugene Belcher ist geil. Neil Goldman, Student Lucky sind auch cool und da dieser Henry Haber Debater ist auch nice. So, dann haben wir hier, wow, wir haben Philip J. Fry aktuell hier drin, auch ganz cool. Philip J. Fry, ja, eine der stärksten legendären Karten, die es gibt. So, dann sind wir auch schon angelangt in der Mastery für heute. Ja, was haben wir denn da heute? Heute haben wir hier den Daddy's Gone. Und der Daddy's Gone ist das hier. Also, wir haben einmal einen Steve und das mit Musikkarten. Schauen wir uns das Ding mal an hier hinten. Da kommt dann halt Punch raus. Wir müssen den jetzt mal maxen, weil sonst macht das keinen Sinn. Da wissen wir nicht, was hier Sache ist. So, und das reicht definitiv nicht für eine First-Hitter-Kombo. Definitiv nicht. Hier hätten wir 34 Angriff, 31 Angriff. Mit Red Shirt, Blue Shirt, 33 Angriff, hier 31 Angriff. Ja, das da unten mit Rubberneckers ist interessant. Da hätten wir 42 Angriff im First Hit. Jetzt muss ich mich korrigieren. Mit Rubberneckers ist tatsächlich diese Karte ein First Hitter mit über 40 Angriff. So, wenn wir jetzt da tatsächlich noch 10% draufrechnen würden, was ja Congregate teilweise nicht wirklich macht, ja. Also ich schätze mal, wir wären dann bei 25 Punch und bei 21 Angriff und 81 Leben. 25 plus 21 wären 46 und mit 46 kannst du dann definitiv schon ein bisschen mehr anfangen. Also relativ nice, sage ich mal. Ja. So. Aber eben nur mit Rubberneckers. Also, müsst ihr euch überlegen, ob ihr die... Aber 500 Gems würde ich nicht für ausgeben. Dann haben wir hier eine Kombo, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich war erstmal total irritiert, wo kommt denn das Ding her, was ist denn das? Und ihr werdet euch gleich wundern und sensationelle Kombo. Sensationelle Kombo, sag ich euch. Sword Fighter Francine. Und dann kommt, das ist das hier. Also das sind tatsächlich die einzigen beiden Kombo-Möglichkeiten. Einmal mit Fukinawa und einmal mit Weapon. Und beide sind grau. Kombiniert mit Blau. Ergibt Grün. Mit Gas. Toll. Also. Was eine Scheiß-Kombo. Okay, also die machen wir gleich wieder weg. Da muss ich sagen, dann haben wir hier einen Whisky-Bartender. Da ist der dann doch schon tatsächlich besser. Auch wenn es eine Klaus-Kombo ist. Mit Alkoholkarten. Der Klaus mit Alkoholkarten. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir zum Beispiel mit Personalized Beer Mug. Dann kommen da eine Mauer raus, Hijack und Bodyguard. Was haben wir noch? Was haben wir? 15, 12, 11. 15, 12, 11. 14, 11, 11. 13, 11. 10, 16, 13. Mit Thunder Cocktails. Ich müsste... Moment. Also ich auch... Ihr wisst, was ich vom Klaus halte, aber das, ich muss ihn jetzt mal maxen, damit ihr dann auch seht, was da tatsächlich bei rauskommen würde. Mit Thunder Cocktails wohl die stärkste momentan mit 20, 16, 15. Und
Es gibt sehr, sehr viele Kombo-Möglichkeiten damit. Definitiv. Ja, wenn ihr, also wer den Klaus spielt, ist ja sowieso eher derjenige, der auf Defensive setzt, weil was anderes kann der Kerl da nicht. Insofern, ich vermute mal, wer den Klaus spielt, ist interessiert an dem Whisky Bartender. Und dann solltet ihr auch eben die Tausender reinpayen. Ich halte vom Klaus, wie gesagt, nichts. Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. So, Combo Recipe. Weg. Dann sind wir bei der letzten. Wobei ich muss ehrlich sagen, es ist halt heute echt die beste Combo. Ne? Also es ist heute tatsächlich die beste Combo, die wir hier haben. Das ist gut, das Freund, das Steve. Naja, gucken wir uns jetzt hier mal den Zack Sawyer an. Mit einem Stewie und dann kommt da hinten das da raus und das ist Map. Langweilig, boring. Also 15. Hier haben wir 15 Revanche. 11 Angriff, wenn eine Combo gespielt wird, mit hinzu der Best auf 28. Und da musst du extra eine Combo für spielen. Das waren andere Karten so schon. 14-fach Cheers. 77, also lohnt's, also Zack Sawyer ist keine gute Combo, definitiv nicht. So, damit wären wir dann hier durch das heutige Pack Opening durch. Ich muss sagen, heute mal Klaus, der Klaus hat heute tatsächlich ja mal eine der stärksten Gümbels. Wobei hier vorne der Daddy's Gone ist auch nicht schlecht. Daddy's Gone, wenn es da unten mit dieser einen Combo ist, ne, mit Rubberneckers, dann ist die deutlich stärker. Ne? Damit kannst du nämlich den First Hit landen. Aber 500 Gems würde ich jetzt nicht für ausgeben. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Däumchen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rolldown. Mit mir nehmen wir gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.